auf den Tagesordnungspunkt 10. Beratung der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Außerordentliche Krisengewinne von Energiekonzernen abschöpfen. Über die Beschlussempfehlung werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, sich hier zügig. Mache ich sofort, ich sage nur auf. Ich erteile als erstem Redner dem Kollegen Markus Herbrand das Wort, nachdem ich jetzt die Aussprache eröffnet habe. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Präsidentin. Die sogenannte Übergewinnsteuer ist auch heute noch das, was ich dazu bereits im Mai gesagt habe, eine Schnapsidee. Die vielfachen Gründe, sie abzulehnen, haben sich ebenfalls seit dem Mai nicht verändert. Es gibt wirklich keine objektiv anwendbaren Abgrenzungskriterien, welche Unternehmen da überhaupt in Frage kämen und insbesondere welche Teile des Gewinns dieses Unternehmens dann über Übergewinne versteuert werden sollen. Und diese Schwierigkeiten alleine führen schon dazu, dass die Übergewinnsteuer rechtlich kaum durchsetzbar ausgestaltet werden kann. Denn nicht zu Unrecht stößt eine solche Willkürmaßnahme auf massive, auch verfassungsrechtliche Bedenken. Gerade das Beispiel Italien zeigt uns, was passieren kann, wenn man solche Ideen nicht ganz bis zum Ende denkt. Dort scheitert der Versuch, eine Übergewinnsteuer auf der Basis von Überumsätzen zu installieren, gerade krachend. Jetzt fehlt sogar noch Geld in der Staatskasse, und daran sollten wir uns kein Vorbild nehmen. Deshalb bleiben wir dabei, wir werden die Übergewinnsteuer ablehnen. Dennoch erkennen auch wir, dass es zurzeit keinen funktionierenden Markt im Energiebereich gibt. Und diese ungewöhnlichen Zeiten erfordern deshalb auch unserer Meinung nach Maßnahmen, die erstens Gewinne von Unternehmen begrenzen, die ohne eigenes objektives unternehmerisches Handeln derzeit geradezu explodieren, die zweitens dazu genutzt werden können, Menschen, die Schwierigkeiten haben, die Rechnungen für Energie zu bezahlen, zu unterstützen und drittens, wichtig, so auch einen Beitrag zum Gerechtigkeitsempfinden der Menschen in Deutschland leisten können. Die Menschen brauchen ein Signal, ein schnelles Signal aus meiner Sicht, dass wir sie mit ihren Sorgen derzeit nicht alleine lassen. Und deshalb hat die Ampel im Rahmen ihres dritten Entlastungspaketes eine Strompreisbremse beschlossen, die zurzeit mit Hochdruck im Ministerium von Robert Habeck vorbereitet wird. Und auch auf europäischer Ebene wird Ähnliches vorangetrieben. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der Union Entsprechendes angekündigt. Der Ansatz, den die Ampel dabei wählt, verschont das Steuerrecht von einer weiteren Inanspruchnahme durch Politiker für willkürlich selbst definierte Zwecke. Denn wir regeln es eben nicht über das Steuerrecht, sondern über einen Eingriff in das sogenannte Strommarktdesign. Dieses Design führt zurzeit zu erheblichen Zufallsgewinnen, weil sich der Preis auf dem Strommarkt immer nach dem teuersten Produzenten richtet, zurzeit also auf der Basis der völlig abgehobenen Gaspreise. Diesen teuren Strompreis erhalten aber auch die Produzenten von Strom, die dafür gar kein Gas einsetzen, also beispielsweise Strom durch Kohle gewinnen oder auch durch Windkraft. An diese derzeit nicht funktionierende Grundkonzeption werden wir deshalb rangehen, und auf der Basis von festgelegten Erlösobergrenzen werden Gewinne definiert, die keine operative Ursache haben, sondern, wenn Sie so wollen, zufällig entstanden sind. Und diese Mehrerlöse werden wir dann nutzen, auch um Energiepreissenkungen auf breiter Front für Handel, Handwerk und Kleinmittelstand durchzusetzen. Die Idee einer Übergewinnsteuer, sehr geehrte Damen und Herren, ist ja nur eine von mehreren Vorschlägen aus der linken Ecke unseres Hauses, neue bzw. höhere Steuern durchzusetzen. Sie ist aber die vermutlich schlechteste Idee, weil sie uns für die Zukunft in eine Abhängigkeit bringen würde, dass irgendwo zwischen Stammtisch und Linksfraktion entschieden würde, wer wann welche Übergewinne erzielt und wie hoch diese zu besteuern wären. Das ist die vermutlich schlechteste Aussicht, und dies allein ist schon Grund genug, diesen Antrag voller Überzeugung abzulehnen. Hey.
Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite, liebe an den Kolleginnen und Kollegen und an die Besucherinnen und Besucher auf den Tribünen. Und der nächste Redner in der Debatte ist Fritz Günzler, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch diese Plenarwoche haben wir mehrfach Debatten über die Folgen des brutalen Angriffskrieges Putins gegen die Ukraine und die Folgen auf den Energiesektor. Die Preise steigen, es gibt erhebliche Belastungen für alle Menschen in unserem Land, aber insbesondere auch für viele Unternehmen, insbesondere Handwerksbetriebe, die bis jetzt bei der Ampelkoalition bis jetzt keine Berücksichtigung gefunden haben, wo wir hoffen, dass da noch einiges passiert. Wir erleben, dass nicht nur die Gaspreise steigen, sondern auch die Strompreise, also die mehr, die wir am Anfang gehört haben. Es gäbe nur ein Wärme- und Gasproblem und kein Stromproblem, ist, glaube ich, ausgeräumt. Also wir haben deutliche Signale, dass auch der Stromsektor betroffen ist. Und wir alle haben jetzt gelernt, auch diejenigen, die sich zuvor nicht so viel damit beschäftigt haben, wie kompliziert die Preisfindung auf dem Strommarkt ist. Merit-Order-Prinzip, Grenzpreisverfahren, ein Verfahren für diejenigen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, das gewährleistet sozusagen, dass der teuerste Strom den Preis bestimmt für den gesamterzeugten Strom, was natürlich dazu führt, dass diejenigen, die niedrige Grenzkosten bei der Produzierung des Stroms haben, einen höheren Preis bekommen und damit auch höhere Gewinne bekommen. Das Problem liegt also jetzt nicht im Steuerrecht, sondern es liegt eigentlich in der Findung eines Strompreises. Und von daher ist es, glaube ich, richtig, sich an die Wurzel des Übels zu machen und darüber nachzudenken, wie wir zu einem Mechanismus kommen, dass tatsächlich Strompreise ehrlich und fair ermittelt wird. Dann hätten wir das Problem gar nicht, was die Linken hier heute adressieren. Und von daher ist es auch zu begrüßen, der Kollege Herrmann hat darauf hingewiesen, dass man genau da anfängt, ob nun das, was im Koalitionsausschuss beredet worden ist, weißer letzter Schluss war mit der negativen EEG-Umlage. Das werden wir uns alles angucken. Und der Kollege Herbrand hat ja gesagt, das Wirtschaftsministerium arbeitet auch an dieser Sache. Herr Kollege Wenzel aus Niedersachsen mit hohem Druck. Und ich hoffe, da wird es auch Ergebnisse geben. Und dann stellt sich eben die Frage, wenn es dieses Problem gibt, ist das Steuerrecht das richtige Instrument, diesem Problem sich zu nähern? Und die Abgrenzungsfragen von guten und schlechten Gewinnen sind angesprochen worden. Was sind eigentlich übere Gewinne? Wo fangen sie an? Wo hören sie auf? Welche Branche betreffen sie? Wie berechne ich sie quantitativ? Und ich möchte jetzt auch noch mal deutlich herausstellen, das wird, glaube ich, mal vergessen, es wird so ein Eindruck erweckt, dass diese Übergewinne derzeit überhaupt nicht besteuert werden. Auch diese Übergewinne, also wie jeder Gewinn, wird besteuert bei einer Kapitalgesellschaft in Deutschland mit weit über 30%, soweit die sozusagen im Unternehmen bleiben, und bei Personengesellschaften, die haben ja eben gerade eine Debatte gehabt über das Inflationsausgleichsgesetz, bis zu 50%. Also von daher kommt es da zur Besteuerung. Und dann muss man sich auch die zweite Frage stellen, wenn man jetzt die Konzerne, die Linke hier im Blick hat, tatsächlich besteuern will, ob man über ein Besteuerungsrecht hat, ob die überhaupt in Deutschland ansässig sind, ob man überhaupt an die Gewinne herankäme. Das wäre ja dann die zweite Frage. Also von daher müssen wir uns klären, was ist denn diese besondere Steuer? Und wenn die Linken in ihrem Antrag auf das italienische Modell abheben, sieht man erstmal, dass auch die Italiener nicht das Problem der Gewinne definiert haben, denn sie machen es an den Umsätzen fest, weil sie nicht genau wissen, dass das Problem nicht funktioniert. Und wenn man sich mit dem italienischen Modell beschäftigt und in Italien auch mal mit ein paar Kolleginnen und Kollegen spricht, sieht man erstmal, dass die Einkommenserwartungen weit unter dem zurückgeblieben sind, was vorher prognostiziert worden ist. Und zweitens sieht man, dass viele Unternehmen es gar nicht bezahlen, weil sie meinen, dass es verfassungswidrig sei. Und von daher auch das eine Riesenrechtsunsicherheit ist. Und das ist eben die Frage, wollen wir uns das hier in Deutschland auch gönnen? Denn wir haben kein eigenes Steuerfindungsrecht für solche Steuer. Von daher kann man sowas machen. Aber der Finanzminister muss dann auch das Risiko tragen, dass diese Steuer, wie damals die Brennelementesteuer, einkassiert wird und alles zurückgezahlt werden muss. Ich weiß nicht, ob man diese Haushaltsrisiken eingehen sollte. Und es empfiehlt sich auch die Lektüre mal des Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesfinanzministeriums zur Übergewinnsteuer allgemein. Und ich glaube, die Dinge, die dort stehen, sollte man wirklich ernst nehmen. Es wird davon gesprochen, dass solche Dinge innovationshemmend ist. Es werden ja Ressourcen abgeschöpft, die den Unternehmen ja eigentlich dazu zur Verfügung stehen sollen, ihre Transformation, die wir von ihnen ja erwarten, zu finanzieren.
Wenn ich jetzt lese, wir haben ja, da wird da bestimmt nachher auch hingewiesen, eine Übergewinnsteuer in Großbritannien. Die Energiekonzerne haben jetzt schon angekündigt, dass sie ihre Investitionen in erneuerbare Energien zurückschrauben werden. Ist das, was sie wollen? Denn ich gehe davon aus, dass die Unternehmen, die mehr Geld, mehr Liquidität haben, die nutzen, um Innovation und Investitionen voranzutreiben. Und dabei sollten wir sie unterstützen und ihnen nicht das Geld wegnehmen. Also von daher, glaube ich, falsches Instrument. Und ich will nur eins vorgreifen, weil Sie wahrscheinlich jetzt demnächst auch den, oder gleich in der Debatte den Verordnungsentwurf der EU-Kommission einbringen werden, Herr Kollege Görke. Jedenfalls gehe ich davon aus, so wie ich Sie kennengelernt habe, wo ja die Kommission versucht, eine Lösung zu finden, indem man eine Abschöpfung von Umsätzen bei der Stromerzeugung macht, wenn die 180 Euro pro Megawattstunde übersteigen und einen Solidaritätsbeitrag bei sogenannten Überschussgewinnen in gewissen Branchen. Da sind natürlich massenhaft Fragen offen. Also erstmal grundsätzlich meine ich, wenn man sowas macht, ich bin ja dagegen, muss man sowas unionsweit machen, weil der Strom europaweit organisiert ist. Aber wenn, muss man auch mal klären, wenn die Kommission so einen Vorschlag macht, auf welcher Rechtsgrundlage sie das macht. Wir haben nämlich das im Finanzausschuss angesprochen. Die Bundesregierung konnte uns da bis jetzt doch keine Antwort geben. Und es wird bisher bezogen auf Artikel 122 der EU-Verträge, die eigentlich dafür sind, um die Versorgungsschwierigkeiten zu beheben, wie eine Übergewinnbesteuerung, eine Erlösabschöpfung, was zur Behebung der Versorgungsschwierigkeiten zu tun hat, hat sich mir noch nicht erschlossen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ist die Anspruchsgrundlage eigentlich Artikel 115? Das wollen Sie nicht, weil dafür eine Einstimmigkeit notwendig ist. Also von daher glaube ich, auch da gibt es unionsrechtlich erhebliche Probleme bei diesem Verordnungsentwurf. Bitte letzter Satz. Wir werden ihn wohlwollend in dem Sinne prüfen, dass wir glauben, dass er gar nicht umsetzbar ist. Von daher lassen Sie den Antrag sein. Lassen Sie das mit der Übergewinnsteuer. Und ich höre jetzt auf, Frau Präsidentin. Den einzigen Zufallsgewinn, den es gab, war die Regierungswahl im letzten Jahr. Herzlichen Dank. Aufgrund unserer langen Tagesordnung heute bitte ich Sie wirklich auf die Redezeit zu achten. Und ich werde auch besonders darauf achten. Und wenn es noch mal 30 Sekunden Überzug ist, dann auch wirklich ausschalten. Also ich bitte Sie aufgrund unserer langen Tagesordnung heute darauf, besonders Ihre Augen zu haben. So, der nächste Redner ist der Kollege Marvi, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es vorhin gehört in der Debatte um das Inflationsausgleichsgesetz, und ich betone es noch einmal, wir erleben aktuell eine hochdramatische Lage in Deutschland, in der sich viele Bürgerinnen und Bürger, soziale Einrichtungen, kleine und mittelständische Unternehmen und Industriebetriebe mit spürbaren Belastungen infolge des Inflationsschocks konfrontiert sehen. Dazu kommen Sorgen um die Versorgungssicherheit und schlichtweg vor allem darum, wie Energiepreise in den kommenden Monaten überhaupt noch aufgebracht werden können und wie Investitionen von Unternehmen unter diesen Rahmenbedingungen gestemmt werden können. Wie Sie wissen, arbeitet diese Ampelkoalition, die seit ihrem Amtsantritt multiple und gleichzeitig stattfindende Krisenlagen wie kaum eine andere Bundesregierung vor uns bewältigen muss, konsequent gegen die Energiekrise und die wirtschaftlich zugespitzte Situation infolge der Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine. Wir tun das in einem international beachtlichen Ausmaß mit Entlastungspaketen, mit einem Gesamtentlastungsvolumen von über 100 Milliarden Euro. Ich glaube, unser Bundesfinanzminister muss sich im internationalen Konzert nicht verstecken mit dem, was wir hier in Deutschland vorangebracht haben, von denen gerade kleine und mittlere Einkommen, die Working Class, direkt profitieren. Jetzt geht es um Zusammenhalt. Jetzt geht es um Zusammenhalt in Deutschland, um eine solidarische Bewältigung dieser tiefgreifenden Krise. Ja, wir sind in einer sozialen Marktwirtschaft für Unternehmen, die mit Leistung, die mit Anstrengung, die mit Pioniergeist, die mit Innovation Gewinne machen. Wir sind stolz, dass ein Unternehmen wie BioNTech, Made in Germany, den Impfstoff als wichtigste Waffe im Kampf gegen Corona auf den Markt gebracht hat und damit auch hohe Gewinne erzielt hat, die es im Übrigen wieder reinvestiert in Spitzenforschung. Was wir aber in dieser Lage so gar nicht gebrauchen können, sind Energiekonzerne, die nicht wegen außerordentlicher Innovation und Leistung, sondern aus dem Zufall dieser Krise heraus sich im wahrsten Sinne des Wortes die Taschen voll machen auf Kosten der Allgemeinheit.
Was sich in diesem Marktgeschehen zum Teil vollzieht, lässt Anstand vermissen, ist unsolidarisch und bricht mit den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft von Ludwig Erhard, meine Damen und Herren. Wir haben uns als Sozialdemokratie seit Monaten dafür stark gemacht, sektoral Krisengewinne von Energiekonzernen abzuschöpfen, um damit weitere strukturelle Entlastungen im Energiemarkt für die Bevölkerung zu finanzieren. Eine Erkenntnis, wir haben es gehört, die in Europa schon weit um sich gegriffen hat, in Italien, in Spanien, in Griechenland, ja sogar in dem von den konservativen Tories regierten Vereinigten Königreich. Und ich finde, es macht keinen Sinn, sich jetzt festzubeißen auf Länderbeispiele und zu sagen, genau so würden wir es nicht haben wollen und deswegen stellen wir uns dieser Debatte überhaupt nicht mehr. Da bin ich außerordentlich froh, dass wir eine gemeinsame Linie in der Ampelkoalition mit SPD, Grünen und FDP hinbekommen haben, Zufallsgewinne von Energieunternehmen abzuschöpfen, die vor dem Hintergrund der Merit-Order-Systems große Gewinne machen, weil sie kein teures Gas einkaufen und ihren Strom zu höheren Preisen verkaufen können. Und genau damit wollen wir dann systemisch, was notwendig ist, was höchst notwendig ist, in den Strommarkt eingreifen über die Strompreisbremse. Wir sehen uns durch die Pläne der Europäischen Kommission von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Ihnen ja als Union bestens bekannt ist, bestärkt, die im Rahmen des Notfallmechanismus an Krisengewinne im Strombereich und auch im fossilen Sektor, also Erdgas, Erdöl und Kohle, heran will, sowie durch die Diskussion in vielen europäischen Staaten, die gerade stattfindet, um die damit zusammenhängende Deckelung der Energiepreise. Dabei sieht die Kommission in ihrem offiziellen Statement allein im Strombereich für die Mitgliedstaaten die Chance auf Sondereinnahmen bis zu 117 Milliarden Euro, im fossilen Sektor auf bis zu 25 Milliarden Euro Geld, das in den Haushalten dringend zur Krisenbewältigung gebraucht wird. Wir sind jetzt in einer absolut entscheidenden Phase für unser Land. Jetzt müssen zügig, systematisch saubere Konzepte abgestimmt werden, wie mit Krisengewinn von Energieunternehmen und Marktinvestitionen des Staates strukturelle Entlastung bei den Energiepreisen für die Bürgerinnen und Bürger und Betriebe finanziert werden. Das ist nicht völlig trivial, und dennoch müssen wir diese Maßnahmen schnell in Gang bringen. Wir sind zuversichtlich, dass das in Europa und bei uns gelingen wird, und es muss gelingen. You never walk alone. Wir wollen und werden diese Krise solidarisch meistern. Niemand soll in diesem Winter im Stich gelassen werden bei den deutlich gestiegenen Energiekosten. Wir danken der Linken, dass wir über ihren Antrag die Gelegenheit bekommen, diese Dinge heute einmal auszuführen. Aber des Antrags hätte es für uns als Ampelkoalition gar nicht bedurft, denn wir haben längst eine Strategie. Vielen Dank. Albrecht Glaser hat das Wort für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir beraten einen Antrag der Fraktion Die Linke, die damit außerordentliche Krisengewinne von Energiekonzernen abschöpfen will. Das ist ein Steckenpferd der Linken. Im letzten Jahr haben sie die Abschöpfung von Extra-Profiten, von Kriegsgewinnen, wie sie formuliert haben, bei Amazon abschöpfen wollen. Und sie wollten auch damals schon angebliche Übergewinne, die in der Pandemie entstanden seien, bei wem auch immer und in welchem Segment, abschöpfen. Wir haben in diesem Jahr, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Staatsquote von über 50%, die höchste in der Geschichte der Bundesrepublik. Man kann den Privatsektor, wenn man will, so schmal machen, dass er den Staatssektor nicht mehr ernähren kann. In sozialistischen Systemen ist dies Standard und hat Folgen, die uns allen bekannt sind. Der vorliegende Antrag wurde von allen Fraktionen im Finanzausschuss abgelehnt, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Im Antrag bezieht sich Die Linke auf die Übergewinnsteuer, die in Italien einmalig für ungefähr ein halbes Jahr eingeführt worden war. Sie wird dort erhoben auf den Anstieg des Saldos der Ausgangsumsätze und der Eingangsumsätze. Ich hoffe, dass Ihnen allen klar ist, dass diese Größe mit Gewinn nichts zu tun hat. Sie ist lediglich die Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz und vernachlässigt sämtliche
andere Komponenten der Gewinnermittlung, Personalkosten, Finanzierungskosten, Abschreibungen, Kosten für Forschung und Entwicklung, Abgaben, Gebühren und vieles andere mehr. Die italienische Übergewinnsteuer ist also eine Überumsatzsteuer und damit unsystematisch und völlig unwillkürlich. Sie wird im Übrigen in Italien zahlreich beklagt und sie wird wahrscheinlich diese Klagen nicht überleben. Die Energiepreise sind tatsächlich explodiert und wir laufen Gefahr, dass Strom und Gas als das Lebenselixier unserer Industriegesellschaft und eines zivilisierten Lebens im besten Deutschland, das es je gab, nicht mehr bezahlt werden können. Das liegt jedoch in erster Linie an der seit vielen Jahren vollkommen verkorksten Energiepolitik. Da gibt es ja eine seltsame Übereinstimmung mit den Linken. Wir haben bloß wohl völlig andere Vorstellungen von einer verkorksten Energiepolitik. Neben äußerer und innerer Sicherheit gibt es nichts Elementareres für einen funktionierenden Staat als die Energieversorgung zu auskömmlichen Preisen. Die 6 Atomkraftwerke, die 21 noch in Betrieb waren, produzieren 20% mehr Strom als alle Photovoltaikanlagen in Deutschland zusammen. Und das nicht nur ab und zu und bei gutem Wetter nachmittags um 12, sondern Tag und Nacht und im Sommer und im Winter. Diese Regierung wird nicht umhin kommen, irgendwann den grünen Elefanten durch das Nadelöhr der Kernkraft zu schieben, wenn sie dieses Land nicht vollends in den Ruin treiben wird. Die pazifistische Lebenslüge, meine sehr verehrten Damen und Herren, wurde spätestens in Afghanistan und in der Ukraine zerstört. Die energetische Lebenslüge wird durch den ersten Blackout in Deutschland zerstört werden. Das Realitätsprinzip wird sich, wenn auch unter Schmerzen und auf Kosten der Bevölkerung, irgendwann auf allen politischen Feldern durchsetzen. Wir von der AfD arbeiten daran. Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Katharina Beck. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Seit wir diesen Antrag vor 4 Monaten diskutiert haben, ist wahrlich viel passiert. Doch einige Dinge haben sich nicht verändert. Wir haben weiterhin eine sehr hohe Inflation, großteils aus importierten Energiekosten, und wir haben auch weiterhin sehr hohe Gewinne in der Energiewirtschaft. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, Gewinne von Unternehmen gehören ganz natürlich zu unserer Marktwirtschaft, denn sie sind ein Motor für Ideengenerierung, Experimentierfreude und Innovation für die Zukunftssicherung unseres Landes. Und wichtig ist jedoch, dass Gewinne auf funktionierenden Märkten fair erwirtschaftet werden. Und dafür braucht es Wettbewerb und gute Rahmenbedingungen. Was passiert, wenn Märkte dysfunktional werden, haben wir in den letzten Monaten schmerzlich an den Energiemärkten gesehen. Wir haben es aber mit 2 grundsätzlich unterschiedlichen Arten von hohen Gewinnen im Energiebereich zu tun, die ich der Klarheit der Debatte wegen noch mal kurz skizzieren möchte. Erstens haben wir die Übergewinne von Mineralölkonzernen. Und doch, Übergewinne kann man sehr gut definieren. Erstens, sie fallen in der Krise an. Zweitens, sie sind überhoch im Vergleich zu einem Vorjahreszeitraum. Und drittens, sie sind leistungslos. Sie sind das Ergebnis im Mineralölbereich eines dysfunktionalen Marktes aufgrund einer großen Marktmacht von wenigen Anbietern. Der Wettbewerb ist dort gestört. Und aufgrund dieser hohen Marktmacht war es den Konzernen möglich, die Preise aktiv über die gestiegenen Rohölkosten hinaus anzuheben und somit ihre Gewinnmarge deutlich zu erhöhen. Auch heute noch ist die Marge beim Dieselpreis um 50% höher als vor der Krise, und das ohne eine substanzielle Veränderung der Nachfrage. Das ist leistungslos. Beispiel Shell hat das seinen Gewinn im ersten Halbjahr 2022 auf 25 Milliarden Dollar gesteigert, ein Plus von 180% gegenüber dem Vorjahr. Und der wichtigste Aspekt daran: Es sind die Bürgerinnen und Bürger, die unter dieser Marktsituation, diesen Übergewinnen und den daraus folgenden krassen Preissteigerungen leiden.
Und der zweite Punkt, ein anderer, der Strommarkt. Anders als bei den aktiv gesetzten Übergewinnen im Mineralölmarkt sind die hohen Gewinne hier durch Putins Gaspolitik gestörte Preisbildung am Strommarkt entstanden und kamen daher für die Stromunternehmen tatsächlich eher zufällig zustande. So bleibt unter dem Strich ein geschätzter jährlicher Zufallsgewinn von ca. 50 Milliarden Euro in Deutschland, allein für Stromerzeuger aus Atomenergie und Erneuerbaren. Und diese hohen Zufallsgewinne schlagen auch bei den deutschen Energiekonzernen deutlich zu Buche und haben wiederum einen sehr negativen Effekt für die Bürgerinnen und Bürger, die die hohen Preise zahlen müssen. Und da gehen wir ja ganz aktiv ran mit unserem Entlastungspaket. Die Lösung dieser zwei sehr unterschiedlichen Probleme erfordert, anders als in diesem Antrag hier vorgesehen, auch unterschiedliche Maßnahmen. Die richtigen Maßnahmen würden sowohl von unserer Regierung im Entlastungspaket als auch auf der EU-Ebene mit ihrem historischen Vorschlag vom 14.09. angestoßen. Zur Lösung der Zufallsgewinne im Strommarkt ist kurzfristig die beschlossene Zufallsgewinnabschöpfung, aber hier vor Ort auch die Strompreisbremse der richtige Schritt, am besten einheitlich auf EU-Ebene. Langfristig hilft uns hier aber vor allem der konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien, denn sie sind die mit Abstand günstigsten, die wir haben. Die durch dysfunktionalen Märkte ermöglichen Übergewinne am Mineralölmarkt liegt, wie gesagt, am Oligopol und dem mangelnden Wettbewerb. Daher ist es richtig, hier endlich das Kartellrecht zu verschärfen. Und ich danke dem BMWK und den beteiligten KollegInnen hier für den guten Gesetzentwurf dazu. Aber rückwirkend seit Kriegsanbruch und bis zum Inkrafttreten eines wirkungsvolleren Kartellrechts die Übergewinne im Mineralölbereich abzuschöpfen, hat die Europäische Kommission die Einführung eines Solidarbeitrags beschlossen. Ein wahrlich historischer Schritt. Doch durch diese Abgabe, 25 Millionen können dabei vielleicht erhoben werden, dass die tatsächlich für die Krisenbewältigung genutzt werden kann, da muss eine wesentliche Schwachstelle behoben werden. Und jetzt wird's technisch? Es geht um die Bemessungsgrundlage. Diese sollte definitiv bei den adressierten internationalen Konzernen nicht das zu versteuernde Einkommen sein. Denn die in der EU erwirtschafteten Gewinne der Mineralölkonzerne größtenteils durch Steuergestaltung ins Ausland verschoben werden. Schauen wir uns noch mal das Beispiel Shell an. Während die Gewinnmarge des Öl- und Gaskonzerns in der EU für 2020 im Ganzen als negativ ausgewiesen ist, liegt sie allein für die Schweiz bei ca. 50%. Das zeigt, dort fallen zwar kaum Umsätze an, dennoch werden hohe Gewinne durch die Verlagerung aus anderen Ländern ausgewiesen. Die Solidaritätsabgabe könnte also großflächig umgangen werden, und das gilt es zu verhindern. Deswegen sollten wir einen umsatzbasierten Gewinnproxy verwenden, der den Gewinn auf der Basis von Eingangs- und Ausgangsumsätzen approximiert. Das ist fast genauso genau, und gleichzeitig können Umsätze anders als Gewinne nicht in andere Länder verlagert werden. Aber es geht hier nicht um eine Umsatzbesteuerung, wie hier fälschlicherweise gesagt werden, um eine Gewinnbesteuerung auf Basis der Umsatzsteuervoranmeldungen. Die sind leicht und unbürokratisch zu erheben. Und diese historische Solidaritätsabgabe sollte gut gemacht werden, damit sie kein zahnloser Tiger wird. Herzlichen Dank. Und für die Linke hat das Wort Christian Görke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin schon etwas erstaunt. Wie auch vor 4 Monaten, liebe Kollegin Beck, haben Sie heute wirklich einen argumentativen Rittberger hier hingelegt, warum die Abschöpfung von Übergewinnen aus diesem oder jenem Grund ja angeblich nicht so richtig funktioniert. Mittlerweile, meine Damen und Herren, und das gehört ja auch zur Wahrheit, haben Sie ja auch im dritten Entlastungspaket zumindest eine Fake-Übergewinnsteuer ja schon beim Strom anmoderiert. Trotzdem muss die Frage gestattet sein, woher kommt denn nun der Sinneswandel in dieser Koalition, der jetzt die FDP, die Grünen und die SPD angehören? Die sind ja nicht über Nacht Sozialisten geworden, wohl kaum. Ich glaube, sie haben sich nach der Blockade bei der FDP politisch verrannt. Und jetzt sitzt ihnen das Damoklesschwert der EU-Kommission mit dieser Sonderabgabe, Solidarabgabe für die Öl- oder die Gasindustrie, mit der Übergewinne abgeschöpft werden sollen, im Nacken. Das ist die Wahrheit. Und
Und insofern begrüßt meine Fraktion außerordentlich die Pläne der EU-Kommission, die entsprechende Leitplanken jetzt festgelegt hat. Gott sei Dank, meine Damen und Herren, bei der Ampel gibt es jetzt diese Leitplanken. Sonst würden möglicherweise diese Zufallsgewinnabgabe, die da konzipiert wird, so stümperhaft ausgestaltet wie diese Gasumlage, die wir ja vorhin als Thema hatten. Oder die Abschöpfung würde auch noch über Monate hinausgezögert werden, bis dann die diesjährigen Übergewinne vielleicht sogar verjährt werden. Insofern sagen wir ganz deutlich, das sind richtige Vorschläge. Und meine Damen und Herren, warum sage ich das so klar? Weil Sie es in den letzten Monaten nicht ehrlich gemeint haben. Sie als SPD, Sie auch als Grüne. Denn vor einem fast halben Jahr hat Italien diese Übergewinnsteuer über die Umsatzbesteuerung angekündigt und umgesetzt. Lieber Kollege Günstler, selbst im konservativen Großbritannien unter Boris Johnson ist diese Übergewinnsteuer aus Steuerrecht, ja? Übergewinnsteuer, bei Energie- und Mineralölunternehmen auf 25% festgesetzt worden, gepaart mit einer Abschreibung für Investitionen bei den Erneuerbaren. Durchaus ein vernünftiger Vorschlag, darüber sollte man auch nachdenken. Sie, meine Damen und Herren, Sie von der Koalition und speziell Sie von den Grünen und den Sozialdemokraten haben eine Larifari-Unterstützung mit blumigen Worten hier in den Sommer uns präsentiert. Und bei der FDP gab es dann Mythen, über Mythen, und da hat sich ja heute auch die Union angeschlossen. So das Mythos von Christian Lindner. Ich zitiere, eine Übergewinnsteuer ist eine Katastrophe für den Investitions- und das Innovationsklima in dieser Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein wirklicher Humbug. Oder mein persönliches Highlight. Zitat Christian Lindner. Er kann keine Übergewinnsteuer erkennen. Insofern ist es jetzt bemerkenswert, dass mit den Übergewinnplänen der EU die FDP und Christian Lindner jetzt sehend gemacht werden. Meine Damen und Herren, es freut mich sehr, auch wenn Sie unserem Antrag heute überraschenderweise nicht zustimmen, dass Sie jetzt indirekt unsere Forderungen aufnehmen und bereit sind, Übergewinne bei Krisenprofiteuren im Energiemarkt hier anzugehen. Und trotzdem, meine Damen und Herren, dürfte auch jedem klar sein, dass die in den letzten Jahren stattgefundene finanzielle Umverteilung von unten nach oben mit dieser temporären Übergewinnsteuer bestenfalls abgeschöpft wird, beziehungsweise abgeschwächt wird. Entschuldigen Sie bitte. Die eklatante Schieflage, die wir in dieser Bundesrepublik Deutschland haben, mit sage und schreibe 13 Millionen Menschen, die in Armut leben, bleibt bestehen. Und deshalb bleiben unsere Forderungen nach einer Vermögensabgabe, einmaligen Vermögensabgabe für Superreiche und vor allen Dingen für eine gerechte Steuerreform auf dem Tisch. Vielen Dank. Maximilian Mottos, FDP-Fraktion, ist der nächste Redner. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lohnt sich, glaube ich, wenn man auf den ganzen Komplex guckt, mal ein bisschen zurückzuschauen. Sie haben ja schon gerade wieder Ihre ganzen Umverteilungsinstrumente genannt, wie Sie den Mittelstand in Deutschland, eben nicht nur die Reichen, sondern den Mittelstand in Deutschland strukturell kaputt machen wollen. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Und genau deswegen werden wir auch im Hochsteuerland Deutschland weiterhin vorsichtig mit Steuern sein, zurückhaltend damit sein. Und Ihre ganzen Abgaben und Steuern werden immer in uns eine Gegnerschaft finden. Wir haben aber, wenn man sich diese Krise anschaut, und ich kann das ja verstehen, dass man ein Gerechtigkeitsgefühl entwickelt und sagt in diesem Fall, oder ein Gerechtigkeitsgefühl hat, das in dem Fall sagt, es kann nicht sein, dass sich da einige die Taschen voll machen aufgrund eines Zufalls, der nun einmal eingetreten ist. Es ist trotzdem nicht das Richtige, auch bei allen Widerständen und bei allen Gefühlen, die dabei eine Rolle spielen, im Steuerrecht diesen Gefühlen den Lauf einfach zu lassen und damit strukturell Dinge zu zerstören und vor allem falsche wirtschaftliche Anreize zu setzen. Wir haben nicht die gleiche Krise wie bei der Corona-Pandemie, wo es darum ging, dass wir wirtschaftlich stimulieren mussten, wo auch wir gesagt haben, die Schuldenbremse muss in diesem Fall pragmatischer betrachtet werden. Wir müssen sie aussetzen. Wir haben es hier mit einem Angebotsschock zu tun, wo neue Steuern, die dann umverteilt werden sollen und die Nachfrage stimulieren sollen, nur zu mehr Inflation in Deutschland führen und damit den sozialen Kitt in Deutschland weiter zerstören. Bei allen Widerständen, die ich verstehen kann, aus rationalen Gründen dürfen wir das nicht machen.
Und die Lage ist ja auch nicht so einfach, wie einige darstellen. Wir haben auf der einen Seite einige, bei denen man sagt, die machen Übergewinne oder wie auch immer man das formulieren will. Ich bin der festen Überzeugung, es gibt keine Übergewinne, es gibt Gewinne. Und die werden in Deutschland schon ziemlich hoch besteuert. Wir haben auf der anderen Seite diejenigen, die in eine Schieflage geraten sind und bei denen wir darüber reden müssen, wie wir ihnen helfen können, damit wir weiterhin Energieversorgung bekommen. Und auch deswegen müssen wir klar sagen, das Ganze kommt ja von etwas. Das ist ja nicht einfach so vom Himmel gefallen. Wir haben in Deutschland eine Abhängigkeit von russischem Gas zu hoch bekommen, die auch damit zu tun hat, dass in den Rändern dieses Hauses immer wieder Putin protegiert wurde. Und wir müssen jetzt dafür sorgen. Ich will nicht dahin zurück, wo wir herkommen. Ich will nicht einfach nur den Zustand von vorher wiederherstellen, sondern wir müssen, wenn wir über internationalen Handel sprechen, in Zukunft ganz anders agieren. Ich will weniger mit Russland, weniger mit China machen. Ich will mit der EU, mit den USA, mit Japan, mit Australien, vielleicht sogar mit Indien, aufstrebenden Staaten in Afrika, vor allem mit Israel, mit aufstrebenden Staaten in Südamerika zusammenarbeiten. Das sind unsere Partner in der Welt und nicht die Autokraten, die im Zweifel die Wirtschaft sowieso und die wirtschaftliche, den Wohlstand ihres Volkes sowieso unter ihre persönlichen militärischen Ideen stellen. Denjenigen will ich nicht länger das Handwerk liefern, sondern wir müssen auch in Zukunft unseren Handel auf der Welt überdenken. Und ich hoffe sehr, dass gerade von der Linkspartei, die in ihrer Fraktion ja sehr engen Kontakt zu den Autokraten dieser Welt pflegt, dass wir gerade von der Linkspartei da auch zukünftig etwas bekommen. Also Entschuldigung, dass man da so rumschreien kann nach einer Rede von Sarah Wagenknecht, die wirklich eine Schande für dieses gesamte Haus war, finde ich mindestens interessant. Wir können so nicht weitermachen. Und ich hoffe sehr auf Unterstützung aus der Linkspartei, dass Werte in Zukunft mehr eine Rolle bei internationalem Handel spielen, als sie es bisher getan haben, und dass Sie Ihre Kollegen in der Fraktion wieder zur Mäßigung aufrufen, die Russland in der Vergangenheit protegiert haben. Alles in allem, es wurde erwähnt, Zufallsgewinne, insbesondere auf europäischer Ebene, werden wir angehen. Das ist sinnvoll, gerade beim Strommarkt. Aber bitte nicht diese Gefühligkeit im Steuerrecht. Sie richten damit mehr Schaden an, als Sie gerade glauben. Für die CDU-CSU hat das Wort Johannes Steiniger. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Linkspartei ist ja schon etwas länger in diesem Haus. Er gibt uns aber heute die Möglichkeit, dass wir über dieses wirklich drängende Thema Energiepreise auch hier noch mal miteinander diskutieren können. Die hohen Energiepreise sind auf der Sorgenliste der Deutschen wirklich auf Platz 1. Aber ich glaube, sie sind auch noch nicht wirklich angekommen, weil die Sorgen, die wir derzeit erleben, sind jedenfalls in meinen Gesprächen im Wahlkreis noch eher virtuell. Sie werden aber ganz real werden, wenn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten die Briefe in die Haushalte reinflattern mit den Nachzahlungen, mit den höheren Abschlagszahlungen. Und deswegen ist es gut, dass wir hier heute drüber diskutieren. Und deswegen ärgere ich mich wirklich, dass diese Ampelregierung den Sommer schlichtweg verdattelt hat. All das, was im Koalitionsausschuss jetzt von Ihnen beschlossen wurde vor wenigen Tagen, hätte im Grunde genommen im Juni, Juli beschlossen werden können, damit wir in Sondersitzungen im Deutschen Bundestag das dann in Gesetze schon machen und dass die ganzen Kommissionen, die dann Gaspreise regulieren soll, Strompreise deckeln soll, dass die schon hätten tagen können, weil dann hätten wir jetzt schon die Entlastung und wir würden nicht so viel für so viel Sorge der Bürgerinnen und Bürger sorgen. Wir haben es Ihnen angeboten, weil hier Quatsch gesagt wird von der SPD. Wir haben Ihnen als CDU-CSU angeboten, dass wir Sondersitzungen des Deutschen Bundestages in der Sommerpause machen. Wann, wenn nicht in der Situation der größten Energie- und Inflationskrise in der Zeit der Bundesrepublik Deutschland, wann wäre das denn angemessen gewesen als in diesem Sommer? Und in dem Antrag geht es jetzt hier der Linkspartei um sogenannte Übergewinne und dass man eine Übergewinnsteuer wie in Italien einführen soll, eben nicht wie in UK, wie Kollege Görke jetzt gerade eben gesagt hat. Und ich verstehe auch, dass man der Versuchung sozusagen nicht widerstehen kann, dieses Gerechtigkeitsgefühl dann auch zu bedienen, weil es eine populäre Forderung ist. Aber es hat unglaublich viele Probleme.
das Thema verfassungsrechtliche Bedenken. Wir haben kein allgemeines Steuerfindungsrecht in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben es beim Thema Kernbrennstoffsteuer gesehen, dass das Verfassungsgericht gern auch eine Regelung einfach mal wieder kippt und wir dann als Bund nachzahlen müssen. Das wollen wir nicht. Wir haben den Gleichbehandlungsgrundsatz in Artikel 3 und viele andere Punkte. Also aus verfassungsrechtlichen Gründen ist so eine Steuer wirklich sehr, sehr schwer umzusetzen. Dann die Frage, welche Unternehmen sind es eigentlich? Wer ist denn jetzt der Krisengewinner? Sie sprechen hier von Energiekonzernen. Was ist denn jetzt mit den Rüstungskonzernen, die jetzt durch die 100 Milliarden profitieren? Wie ist es denn eigentlich? Wie ist es denn eigentlich mit unseren Pharmaunternehmen, mit BioNTech, die den Impfstoff zur Verfügung gestellt haben? Was ist eigentlich, wenn wir jetzt eine Übergewinnsteuer einführen und in 3, 4, 5, 6 Jahren kommt die nächste Krise, dann sind die Nächsten da dran. Sie zerstören mit einem solchen Antrag die Planungssicherheit von Unternehmen, und deswegen sind wir auch gegen eine solche Übergewinnsteuer. Dann wurde schon erwähnt, der Sitz dieser Unternehmen ist gar nicht in Deutschland, liegen woanders. Wie soll das in Deutschland gemacht werden? Wir haben Profiteure, insbesondere auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Durch dieses, mittlerweile kennt sie jeder, durch das berühmte Merit-Order-System haben natürlich diejenigen, die mit die erneuerbare Energien am Netz haben, massive hohe Gewinne. Aber wir wollen doch gerade, dass die auch in Zukunft weiter investieren, und denen sollten wir da jetzt nicht den Gewinn abschöpfen. Die Frage, was ist das Referenzjahr? Ist es ein Jahr oder, wie die Kommission jetzt vorschlägt, der Durchschnitt der letzten Jahre? Wie ist es dann eigentlich, wenn in den vorherigen Jahren dann auch Sondereffekte sind? Ich meine, wir schlittern ja gerade von einer Krise in die andere. Wir haben 2 Jahre Corona gehabt, auch mit Sondereffekten auf die Bilanzen von Unternehmen. Wir haben jetzt das Thema Inflation. Wie kann ich das eigentlich miteinander vergleichen? Auch diese Frage bleibt völlig unbeantwortet. Und zum Schluss möchte ich schon sagen, also es wundert einen ja schon, wenn am Schluss die Linkspartei einen solchen Antrag hier einbringt. Wir müssen uns da mal fragen, wo kommen eigentlich die hohen Energiepreise her? Die kommen daher, dass Putin einen Angriffskrieg in der Ukraine führt und dass er gegen unser Land, gegen die Europäische Union, Gas als Waffe verwendet. Ich fordere Sie auf, machen Sie eine Demonstration vor der russischen Botschaft und fordern Sie den russischen Staatspräsidenten auf, das endlich sein zu lassen, weil dann haben wir auch keine Probleme mit den Energiepreisen in Deutschland. Ja, jetzt kommt das Oh. Ich habe gerade eben eine Kachel auf Facebook gesehen eines AfD-Kollegen aus einem Landtag, und der da groß jetzt veröffentlicht hat: Links und rechts, Seite an Seite, Demonstration, kommt alle Bürger auf die Straße. Ja, natürlich soll jeder demonstrieren, aber gehen Sie vor die russische Botschaft und gehen Sie zum richtigen Adressaten und demonstrieren Sie vor bei den Russen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Alles in allem, herzlichen Dank für die Gelegenheit, dass wir auch dieses Thema hier noch mal diskutieren durften. Wir werden diesen Antrag ablehnen und dann ganz gespannt auf das schauen, was die Europäische Kommission sich ausdenkt, wie dann die Abschöpfung von Gewinn dann auch technisch gut laufen kann. Herzlichen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Bernhard Daltrup. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja schon des Öfteren über dieses Thema gesprochen. Schon 2021 ging es um die Frage von Abschöpfung von Krisengewinnern. Damals ging es um die Digitalkonzerne. Jetzt wird der Antrag sozusagen auf die Energiekonzerne übertragen. Und als ich beim letzten Mal bei der Einbringung eine gewisse Sympathie für diese Fragestellung gezeigt habe, bin ich von der CDU dafür kritisiert worden, dass so etwas doch gegen das Leistungsprinzip verstoße. Ich will mal sagen, wenn das so wäre, wäre es ja okay, aber darum geht es ja gerade nicht. Es geht ja um Übergewinne, die sozusagen leistungslos entstehen. Und da müssen meiner Meinung nach ja auch die Gralshüter der Marktwirtschaft, das ist ja die CDU, sich ein bisschen bewegen können. Denn im Notfall der sozialen Marktwirtschaft, Fritz Künstler hat recht, der sozialen Marktwirtschaft, sich ab und zu bewegen, weil im Notfall ist das ja auch eine Partei, die sogar bei der Hypovereinsbank, bei der Commerzbank oder bei der Lufthansa weitgehend vor Verstaatlichungen noch nicht mal zurückschreckt. Und wir sind im
Finanzausschuss gerade dafür kritisiert worden, dass das bei Uniper nicht schnell genug ginge, die Verstaatlichung. Also es gibt noch Bewegungsspielraum und ich kenne Fritz Günzler als einen lernfähigen Kollegen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Konsens hin. Ich finde übrigens das auch wichtig. Der Bundesfinanzminister hat an anderer Stelle davon gesprochen, dass die Windenergien in der neuen Situation Freiheitsenergien seien. Ich sage das ganz respektvoll und anerkennend. Das ist ein Schritt. Und Sie sagen, lieber Christian Lindner, bei der Abbau der kalten Progression beispielsweise, es sei für Sie eine Angelegenheit von Anstand und Fairness. Und ich finde das zutreffend. Aber bei den Übergewinnen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das mindestens eine Frage des Anstandes und der Fairness, dass wir hier dafür sorgen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher diese Form der Profitmaximierung nicht bezahlen müssen. Und deshalb übrigens, lieber Kollege Mortos, das muss ich schon sagen dürfen, deswegen haben wir im Koalitionspapier auch festgelegt, dass der europäische Vorschlag, von dem eben schon mehrfach gesprochen worden ist, zur Abschöpfung von Zufallsgewinnen für Unternehmen eben auch unsere Unterstützung findet. Und wenn das auf der europäischen, das steht da drin, können Sie nachlesen, und wenn das auf der europäischen Ebene nicht gelingt, das dann sogar national machen. Und das trägt seine Unterschrift. Nicht die, das, doch, doch, das ist schon so, trägt die Unterschrift und das werden wir auch machen. Also Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, wir versuchen, den Herausforderungen der Übergewinne uns zu stellen. Und da der Kollege Görke ja gesagt hat, der europäische Vorschlag sei eigentlich noch besser als der italienische, nehme ich mal an, werden Sie heute Ihrem eigenen Vorschlag nicht zustimmen, sondern vielleicht auch in die Richtung Europa zu gehen. Denn das wollen wir auch. Es ist ja schon darauf hingewiesen worden, ja, dass wir beim Strommarktdesign etwas ändern müssen. Fritz Günzler, andere haben darauf hingewiesen, auf das Thema Merit Order. Das muss ich hier nicht wiederholen. Aber ich glaube schon, dass es notwendig ist, dass wir zu einer Form von Lastenausgleich kommen. Und dazu hat die EU Vorschläge gemacht. 140 Milliarden sind da im Gespräch. Wir wollen diesen Weg unterstützen. Die Frage der Erlösobergrenzen, die Frage auch übrigens der europäischen Solidarität, das ist durchaus wichtig zwischen den einzelnen Ländern, oder den verpflichtenden Beitrag auf Gewinne 2022, 20% über Durchschnitt der letzten 3 Jahre. Das sind alles ganz praktikable Vorschläge, wie ich glaube, um auf diese Art und Weise Verbraucherinnen und Verbraucher von den Kosten der Energieexplosion sozusagen zu entlasten. Das ist wichtig. Es ist auch, glaube ich, wichtig, dass hier die Mitgliedstaaten positiv zu diesem Kommissionsvorschlag stehen. Die Energieminister, glaube ich, jedenfalls sehr positiv. Und ich hoffe sehr, dass wir mit der Unterstützung des Bundesfinanzministers, die ist nämlich zwingend erforderlich, diesen Prozess tatsächlich auch zum Erfolg bringen und wir auf diese Art und Weise zu einer besseren, sozial gerechteren und verträglicheren Energiepolitik für die Bürgerinnen und Bürger kommen, ohne sozusagen Rückfallpositionen der Vergangenheit reaktivieren zu müssen. Herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion hat das Wort Jan Wenzel Schmidt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen! Schon im Mai sprach ich hier über die Problematiken des Merit-Order-Prinzips und den routinierten Griff der SED-Nachfolgerpartei in die sozialistische Mottenkiste. Schon damals forderten Sie, die Genossen von der Linken, die Abschöpfung von sogenannten Übergewinnen. Was damals Krisengewinnler war, ist heute Übergewinnler. Sie stellen richtig fest, dass Unternehmen kurzfristig von der selbstmörderischen Sanktionspolitik der Bundesregierung profitieren. Doch wäre es ein fatales Signal an unsere soziale Marktwirtschaft, wenn sich der Staat dadurch entstehende Gewinne aneignen würde. Ihre Wortneuschöpfung Übergewinn versucht krampfhaft, diese unerwarteten Gewinne, die durch die gleichermaßen unerwartet rücksichtslose Energiepolitik der Ampel verursacht wurden, in ein legitimes Ziel staatlicher Besteuerung umzudeuten. Soweit mein Exkurs in das hier vorgeschlagene sozialistische Raubrittertum. Doch wie kommen diese Übergewinne tatsächlich zustande? Natürlich leistet das Merit-Order-Prinzip seinen Beitrag. Hierdurch erhalten an der Börse alle Kraftwerke für ihren Strom den Preis, den das teuerste Kraftwerk verlangt. Bislang funktionierte dieses System allerdings aus einem einzigen Grund. Wir bezogen günstiges Gas aus Russland, nicht etwa über Umwege und verteuert aus anderen Teilen der Welt. Fernab von zweifelhaften Doppelmoralappellen, die für aserbaidschanische Angriffskriege nicht gelten. Der Preis war stabil und beide Partner zuverlässig. So zuverlässig, dass man gegen das eindringliche Warnen aus den USA eine zweite Pipeline durch die Ostsee baute.
Mit den hiesigen Gaskraftwerken hatte man eine Alternative zu den überstürzt vom Netz genommenen Kernkraftwerken geschaffen. So blieb die Netzstabilität erhalten, trotz des erzwungenen Ausbaus erneuerbarer Energien, die logisch nachvollziehbar nichts dazu beitragen. Günstig produzierter Strom aus günstigem russischem Gas war also ein wichtiger Aspekt bei der Sicherstellung bezahlbarer Strompreise. Die Bundesregierung hat diesen Aspekt gestrichen. Gas ist heute unbezahlbar. Unsere Gaskraftwerke daher zuallererst Kostentreiber und in Kürze vollkommen nutzlos. Aus all dem folgen zwei Forderungen. Erstens müssen die Laufzeiten vorhandener Kernkraftwerke verlängert und auch der Bau neuer, moderner und sicherer Kernkraftwerke endlich in Erwägung gezogen werden. Zweitens ist eine Übergewinnsteuer für Unternehmen, die lediglich unerwarteterweise von der Rücksichtslosigkeit der Bundesregierung profitiert haben, abzulehnen. Die Gewinne aus einer solchen Steuer würden keinen einzigen Bürger entlasten, sondern nur die Staatskasse füllen. Und das Geld ist überall besser aufgehoben als bei dieser Bundesregierung. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Dieter Janicek. Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Fritz Günzler, lieber Herr Steiniger, die Tatsache, dass große Energiekonzerne eine Übergewinnsteuer beklagen, ist nicht eine Aussage für die Rechtsunsicherheit, sondern eine Aussage, dass diese Steuer eine wirksame Steuer ist auf Übergewinne. Und so muss man das einordnen. Wir sind in der Koalition uns einig, dass wir Zufallsgewinne im Strommarkt abschöpfen wollen. Deswegen gehen wir jetzt auch mit dieser gemeinsamen Position auf den EU-Energieministerrat. Wenn der Markt dysfunktional ist und die Produktion von Strom, sei es im erneuerbaren Bereich, sei es bei Atomkraftwerken, sei es bei Kohlekraftwerken, bei 50, 60, 70 Euro die Kilowattstunde liegt und der Preis bei 300, dann haben wir ein Problem und können uns nicht hinstellen und sagen, das ist uns egal. Das heißt, wir wollen rangehen und entsprechend auch für sinkende Preise sorgen. Und deswegen ist ein Eingriff in dieser Krisensituation notwendig, um diese Zufallsgewinne zurückzuführen an die Konsumentinnen, an die Unternehmen, damit wir wieder mit günstigeren Preisen wirtschaften können. Das ist unbedingt notwendig. Und im Übrigen auch das Anliegen, was DIE LINKE formuliert mit der Übergewinnsteuer, ist ja ein Thema, was die Europäische Kommission jetzt sehr deutlich adressiert, übrigens mit einem höheren Steuersatz sogar, als Sie jetzt vorgeschlagen haben, nämlich 33% auf Öl und Gas. Da sehen Sie mal. Die Frage ist nur auf Deutschland konzentriert. In Deutschland haben wir keine Gasindustrie im Einkäufermarkt, die privat ist und Rendite schreibt momentan. Also wen sollten wir als Bundesrepublik Deutschland besteuern, wenn Uniper in unserem eigenen Besitz ist? Deswegen wird das eine Frage sein der europäischen Solidarität. Und ich bin ganz bei meiner Kollegin Katharina Beck, die aber durchaus formuliert, im Mineralölmarkt wäre das eine Option, die wir leider in der Koalition noch nicht geeint haben, aber auf der europäischen Ebene zumindest eine Möglichkeit ist, dann daran zu gehen, zu sagen, im Rahmen der Gerechtigkeit, die fossilen Preise haben uns jetzt auch in die Krise getrieben. Grund übrigens, liebe AfD, was heißt liebe, nicht liebe AfD, aber ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und nicht ein Handel der Bundesregierung. Das ist die Problematik, die wir vorfinden, und deswegen müssen wir jetzt auch ungerechte Zufallsgewinne einbeziehen, weil wir können doch nicht die Leute im Regen stehen lassen und sagen, das ist aber super, dass jetzt der Shell, der Exxon da ein paar Milliarden mehr macht, damit Sie sagen können, das ist die Bundesregierung schuld. Was ist denn das für eine Politik? Am Ende geht es doch jetzt darum, dass wir es aber auch schaffen, Preise runterzukriegen. Und dadurch werden uns Übergewinnsteuern, Zufallsabschöpfungen nicht alleine helfen, sondern das Angebot auszuweiten, entsprechend auch auf dem Einkäufermarkt bei Gas zum Beispiel ein Price Cap jetzt auch gegenüber Russland, aber auch künftig gegenüber anderen Produzenten von Gas auszusprechen, auf dem Strommarkt dafür zu sorgen, dass das Angebot auf der einen Seite da ist, das ist auch ausreichend da, aber auch die Zufallsgewinne abgeschöpft werden. Also alles summa summarum dafür zu sorgen, dass wir mit niedrigeren Preisen im nächsten Jahr rechnen können, damit wir aus der Krise wieder rauskommen. Vielen Dank. Für die CDU-CSU hat das Wort der Kollege Alois Reiler.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, gleicher Antrag, gleicher Umstand, gleiches Ergebnis wie schon vor einigen Wochen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen der Linken, noch immer sind Sie keinen Schritt weiter. Und wenn Sie dem Nachrichtengeschehen dieser Woche folgen, dann merken Sie, dass Sie Ihre Forderung nach einer Übergewinnsteuer oder dass die Forderung langsam den Boden verliert und auf den Boden der Realität ankommt. Selbst das Finanzministerium hält sich mit konkreten Aussagen zurück zur Umsetzung einer Übergewinnsteuer, und auch in der SPD relativiert man die Übergewinnsteuer hin zu einer spezifischen Abgabe von Zufallsgewinnen bei Energieunternehmen auf dem Strommarkt, wenn ich das jetzt so richtig gehört habe. Und meine Damen und Herren, vielleicht kommt so langsam auch die Einsicht, dass die Bemessungsgrundlage, die heute schon angesprochen worden ist, für die Abgabe solcher Zufallsgewinne vollkommen willkürlich und unzureichend gestaltet ist. Das betrifft sowohl das Referenzjahr als auch die in Frage kommenden Unternehmen. Wer garantiert Ihnen denn, dass die Unternehmen nicht ausgerechnet in den Jahren, die zur Bemessung zugrunde liegen sollen, nicht große Investitionen getätigt haben und sich damit nicht das von Ihnen erwartete Plus in der Bilanz abzeichnet? Und meine Damen und Herren und lieber geschätzter Kollege Görke, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, Sie sprechen von Großbritannien, und in Ihrem Antrag will man ja auch die Übergewinne von Öl und Gas abschöpfen. Und wenn man die Preise an der Zapfsäule in London sich anschaut, dann sind die momentan beim Diesel bei 2,30 Euro und bei Bleifrei Super bei 2,18 Euro. Was bringt die Übergewinnsteuer in Großbritannien an der Zapfsäule für all diejenigen, die täglich jeden Tag in die Arbeit pendeln müssen, weil sie einfach nicht die Möglichkeit haben? Ja, das mag sein, aber dann, Herr Kollege Görke, aber dann darf in Ihrem Antrag nicht mit Öl und Gas, und dann vergleichen Sie auch Äpfel mit Birnen. Sie vergleichen Äpfel mit Birnen, wenn Sie sagen, in Großbritannien hat es funktioniert, da hat es eben nicht funktioniert. Was Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, erreichen werden, ist ein massiver Vertrauensbruch gegenüber den Unternehmen. Sie verkennen vollkommen die Risiken einer solchen Übergewinnsteuer. Und wenn Sie die Unternehmen bestrafen wollen, die hohe Gewinne durch Energie einfahren, dann erfassen Sie eventuell damit auch die Erzeuger von erneuerbaren und regenerativen Energien. Und da sollten wir uns doch einig sein. Das wollen wir alle miteinander nicht. Und das System Übergewinnsteuer schert dann wieder alle nationalen Energieunternehmen über einen Kamm. Und das, meine Damen und Herren, wollen wir nicht, das sollte auch nicht der Sinn sein. Und zudem zeigt die Erfahrung aus anderen Ländern, die vorhin auch schon angesprochen wurde, dass eine Ausweitung einer Übergewinnabgabe, Übergewinnsteuer auf weitere Branchen außerhalb der Energieerzeuger weitere Unklarheiten ergibt und vor allem in der Rechtsmäßigkeit große Fragen aufwirft. Diese Übergewinnsteuer hat in unseren Augen wenig mit Gerechtigkeit zu tun. Sie ist eher eine rechtliche Gratwanderung. In Richtung der Bundesregierung wäre es wichtiger gewesen, die Finanzierung des Entlastungspaketes zu klären, um den jetzt entbrannten Streit mit den Bundesländern zu klären. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel und auch Vertreter der Bundesregierung, setzen Sie an der richtigen Stelle an. Reformieren Sie das Kartellrecht, ist uns schon seit weiß nicht wie vielen Wochen und Monaten zugesagt worden. Bringen Sie die Reform des Merit-Order-Prinzips auf der europäischen Ebene endlich schneller voran. Dann können Sie die Probleme bei der Wurzel anpacken, anstatt die Symptome durch schlecht durchdachte Umverteilungspolitik dauerhaft ändern zu wollen. Danke schön. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Armand Zorn. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind wir alle auf eine ganz besondere Art und Weise gefordert. Viele von uns auf eine persönliche Ebene, aber auch wir insgesamt als Gesellschaft.
Deswegen haben wir als Ampelkoalition drei Entlastungspakete auf den Weg gebracht, um Bürgerinnen und Bürger in diesen Situationen zu entlasten. Bei den Entlastungspaketen 1 und 2 ging es hauptsächlich darum, schnell und präzise die Auswirkungen der Inflation abzufedern. Und viele dieser beschlossenen Maßnahmen sind gerade auf dem Weg und kommen bei vielen Menschen an. Und bei vielen Menschen macht sich da ein spürbarer Unterschied bemerkbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist aber auch klar, dass wir nicht die Inflation und die Auswirkungen der Inflation mit Einmalzahlungen und mit Pauschalen begegnen können. Vielmehr wurde es auch klar, dass es auch strukturelle Eingriffe braucht, dass es strukturelle Maßnahmen braucht, um dafür zu sorgen, dass wir Bürgerinnen und Bürger, dass wir Unternehmen, dass wir kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch soziale Einrichtungen unterstützen können. Deswegen war es so wichtig, dass wir im dritten Entlastungspaket einen Eingriff in den Strommarkt beschlossen haben. Wir haben uns als Ampelkoalition hier deutlich positioniert und haben klar gemacht, dass wir übermäßige Gewinne, Zufallsgewinne abschöpfen werden und eine Strompreisbremse einführen werden. Deswegen kann ich schon sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion Die Linke, der Antrag ist inzwischen überflüssig, würde ich sagen. Sogar auf europäischer Ebene gibt es Vorschläge. Ich begrüße den Vorschlag der Europäischen Kommission. Denn wenn man sich die Funktionsweise des europäischen Strommarktes anschaut, dann zeigt es, wie wichtig und wie sinnvoll es ist, die Abgabe der Zufallsgewinne gemeinschaftlich auf EU-Ebene zu gestalten. Denn auf diese Art und Weise wird sichergestellt, dass Unternehmen, die durch die Krise hohe Gewinne erzielt haben, unverhoffte Gewinne erzielt haben, eine Abgabe leisten, die unabhängig erzielt wird, die unabhängig geleistet wird vom Steuersitz. Das heißt, der Wille ist da, die politische Einigung ist da, sowohl innerhalb der Ampelkoalition als auch auf europäischer Ebene gibt es gute Signale. Es geht hauptsächlich nur noch um die Frage, wie wir das umsetzen. Und wir setzen uns dafür ein, dass es möglichst schnell, ja, aber auch unbürokratisch, klar und vor allem rechtssicher auf den Weg kommt. Die Botschaft ist aber klar, wir werden Zufallsgewinne abschöpfen. Meine Vorrednerinnen und Vorredner sind bereits auf die Begründung eingegangen, auch auf die Bemessungsgrundlage. Wir hatten da eine lebhafte Diskussion diesbezüglich. Ich möchte das nicht wiederholen, möchte allerdings die verbleibende Zeit dafür nutzen, um mal der Frage nachzugehen, wo die Unterscheidung zwischen Zufallsgewinne, Übergewinne und Normalgewinne liegt. Denn in den letzten Wochen und Monaten wurde es einiges miteinander vermischt. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir ein grundsätzliches gemeinsames Verständnis darüber haben, damit wir auch überhaupt gemeinsam darüber entscheiden können, was für Instrumente es eigentlich bedarf, um diese Gewinne abzuschöpfen. Ich versuche es mal mit einer Definition. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich nehme immer mit auf diese Reise. Normalgewinne oder ein Normalgewinn, das ist der Gewinn, den ein Unternehmen basierend auf Managemententscheidungen, beispielsweise in Form von Investitionen, in Form von Innovation, in einer normalen Lage erzielt. Das heißt, wir haben hier interne Faktoren, die innerhalb eines Unternehmens stattfinden, und wir haben externe Faktoren, das, was die allgemeine Lage beeinflusst. Und ich würde sagen, Normalgewinne passieren entsprechend in einer Normallage. Ein Übergewinn hingegen ist ein deutlich höherer Gewinn, den ein Unternehmen basierend auf Managemententscheidungen in einer außergewöhnlichen Lage erzielt. Und das ist ja das, was wir in den letzten Jahren auch in der Pandemie erlebt haben, dass viele Pharmaunternehmen Übergewinne erzielt haben. Aber diese Übergewinne stehen gegenüber, dass auch gute Entscheidungen getroffen werden. Diese Entscheidungen stehen auch jahrelange Investitionen in Forschung und Entwicklung gegenüber. Diese Übergewinne stehen auch Aufbau und Erhöhung von Produktionskapazitäten gegenüber. Deswegen sind das keine leistungslose Übergewinne, sondern das sind tatsächlich gut investierte und gute Entscheidungen, die getroffen wurden und die dazu geführt haben, dass dort Übergewinne entstanden sind. Zufallsgewinne hingegen oder ein Zufallsgewinn, das ist ein deutlich höherer Gewinn, der entsteht, ohne jegliches Zutun eines Unternehmens entsprechend leistungslos und alleine aufgrund der allgemeinen außergewöhnlichen Lage. Und das ist ja das genau, was wir gerade auf dem Strommarkt beobachten. Die Kolleginnen und Kollegen haben das erwähnt. Aufgrund des Merit-Orders-Prinzips sehen wir doch, dass Stromproduzenten besonders hohe Gewinne gerade erzielen, obwohl die Produktionskosten sich überhaupt nicht mehr verändern. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen keine normale Gewinne weiterhin besteuern. Dafür haben wir schon Steuern.
Übergewinne, die wollen wir auch nicht antasten. Es geht darum, diese Zufallsgewinne abzuschöpfen. Und deswegen ist der Weg über eine Abgabe auch der richtige Weg, weil es erlaubt uns, da präzise zu sein. Es erlaubt uns, da die Unternehmen genau anzugehen, die wir auch angehen wollen. Wir wollen und wir werden in den Strommarkt eingreifen und die entstehenden milliardenhohe Zufallsgewinne abschöpfen. Und dafür und damit wollen wir eine Strompreisbremse auf den Weg bringen. Das ist ein guter Weg, viele Menschen nachhaltig in der Krise zu unterstützen. Deswegen, liebe Kollegen von der Linksfraktion, der Antrag ist überflüssig und wir werden ihn somit ablehnen. Vielen Dank. Und der nächste Redner ist der Kollege Robert Fahrle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Antrag der Linken weist schon auf ein wichtiges Problem hin, denn es kann nicht sein, dass einige Konzerne schamlos ausnutzen, die Ausplünderung der Bevölkerung, um außerordentliche Gewinne zu erzielen. Aber Ihr Antrag hat einen ganz grundsätzlichen Mangel. Und der Mangel besteht darin, dass er völlig an den Ursachen vorbeigeht. Und wenn man ein Problem beseitigen will, dann muss man die Ursachen lösen. Und das ist das Problem der Linken, dass sie immer wieder an den Ursachen vorbeigehen. Was ist notwendig? Erstens, wir brauchen wieder eine echte Marktwirtschaft bei den Strombörsen. Was hier bei der CDU mit Design besprochen wird, dieses Merit-System, das muss verschwinden, weil dieses System hebelt und auch die Strompreisbremsen und andere Bremsen und staatliche Eingriffe, das hat mit Marktwirtschaft gar nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun und führt nicht zu einer Lösung der Probleme. Und das Zweite, neben der Notwendigkeit der Marktwirtschaft, ist die Beendigung der Russland-Sanktionen. Nord Stream 2 muss wieder aufgemacht werden, denn hier sind die Millionen Tonnen Gas, die wir verschenken, die wir nicht mehr in unserem Land aufnehmen wollen. Hier wird die Forderung von Habeck umgesetzt, von vor 6 Jahren aus Russland kein Öl und kein Gas mehr zu holen. Der müsste eigentlich Freudentänze machen, weil leider die Gaslieferungen ausgeblieben sind. Russland hat immer wieder erklärt, und das hat es auch noch in den letzten Wochen erklärt, die sind bereit, weiter Gas zu liefern. Und genauso, wenn sie ein Auto kaufen, müssen sie das bezahlen. Wenn Russland Gas liefert, müssen sie das auch bezahlen. Und dann brauchen unsere Leute nicht mehr zu frieren. Herr Henneberg, verstehen Sie das? Herr Farle, dann können unsere Leute in Ruhe durch den Winter kommen. Und damit komme ich zum wichtigsten Problem. Ihre Redezeit ist vorüber, Herr Farle. Genau. Das ist auch eine Anzeige vor. Nein, kein letzter Satz mehr. Sie sind 30 Sekunden drüber. Brauche ich auch nicht. Die Leute wissen, was los ist. Wir brauchen mehr Gas in Deutschland und wir können es kriegen. Bitte. Und ich erteile der letzten Rednerin in dieser Debatte das Wort. Das ist Katrin Henneberger, Bündnis 90 Die Grünen. Und ich bitte die anderen Kolleginnen und Kollegen, ihre Gespräche einzustellen, sodass wir der letzten Rednerin der Debatte noch gut zuhören können. Danke. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Es wurde in der Debatte jetzt schon einige kluge Dinge gesagt, besonders über die Notwendigkeit von sozialer Gerechtigkeit mit Blick auf Zufallsgewinne. Ich würde gerne eine weitere Perspektive, ein weiteres Thema hinzufügen, versuchen, die Debatte weiterzufassen, und zwar die Kosten der Gewinne, die Kosten der Klimakrise. Es ist keine 2 Tage her, da hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen
in seiner Rede vor den Vereinten Nationen sehr deutlich gemacht, dass Industrieländer, aber auch die fossile Industrie für Schäden und Verlusten der Klimakrise aufkommen müssen. Besonders auch mit Blick auf die aktuellen Zufallsgewinne der fossilen Konzerne weltweit. Eins ist klar, fossile Konzerne konnten und können überhaupt profitabel geführt werden, weil die Kosten von Wetterextremen, von Dürren, aber auch die Kosten der unbewohnbar werdenden Regionen, weil diese nicht abgebildet werden. Und hätte die Politik in den letzten Jahrzehnten andere Rahmenbedingungen gelegt, dann wären wir jetzt schon längst unabhängig von der Verfeuerung von Kohle, Öl und Gas. Es darf nicht lukrativ sein, mit der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen Gewinne zu erzielen. Damit wir eine Chance haben, überhaupt noch die Klimakatastrophe aufzuhalten, müssen wir genau dies verändern. Und die erneuerbaren Energienwende, diesen Weg, den wir beschreiten, der macht uns unabhängig von Diktaturen, der führt uns nicht in Situationen, wie wir sie jetzt erleben, und der sichert die Energieversorgung von allen Menschen. Es ist aber auch sehr wichtig, dass wir uns dem Abbau von klima- und umweltschädlichen Subventionen, dass wir uns diesen auch widmen. Die Milliarden, die brauchen wir nämlich jetzt auch für die Energiewende. Wir brauchen sie für eine sozial gerechte Transformation und für den Aufbau von Klimaresilienz. Und hier, da will ich sehr ehrlich sein, da liegt noch sehr viel Arbeit vor uns. Aktuell erleben wir eine Flutkatastrophe in Pakistan und eine Hungersnot in Somalia. Und dies macht nur einmal mehr deutlich, wir brauchen mehr Mittel. Jemand muss die Rechnung für die Klimakrise bezahlen. Und da dürfen wir jene, die noch von der Verfeuerung der Fossilen profitieren, nicht aus der Verantwortung entlassen. Aus der Verantwortung dürfen wir fossile Konzerne aber auch nicht entlassen, bei den Wiedergutmachungen in Regionen, die unter fossilen Extraktionismus gelitten haben und immer noch leiden. Beispielsweise Steinkohletagebauregionen im Norden von Kolumbien. Der Import, der erhöht sich aus Kolumbien, hat sich in diesem Jahr massiv erhöht. Und auch hier müssen die Konzerne, die nun davon profitieren, Verantwortung übernehmen für die Renaturierung, für die Wiedergutmachung und für einen gerechten Strukturwandel dort vor Ort. Vielen Dank. Und damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Außerordentliche Krisengewinne von Energiekonzernen abschöpfen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 2450 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 1849 abzulehnen. Es liegt eine Erklärung zur Abstimmung gemäß § 31 Geschäftsordnung vor. Die Fraktion Die Linke hat namentliche Abstimmung verlangt und die Abstimmung erfolgt in der Westlobby. Ich bitte die Abgeordneten, aber auch noch hier im Saal zu bleiben, da noch Überweisungen und die abschließenden Beratungen ohne Aussprache folgen werden. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Sollten wir mit den einfachen Verfahren und den anderen Abstimmungen noch brauchen, werden wir die namentliche Abstimmung auch noch ein Stück verlängern. Ich bitte jetzt die Schriftführerinnen und Schriftführer einzustellen. Ich sehe ein Okay. Die Urnen sind besetzt und ich eröffne die namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung. Die Abstimmungsurnen werden voraussichtlich um 14.30 Uhr geschlossen. 14.34 Uhr machen wir 14.40 Uhr draus. Somit haben wir alle die Möglichkeit, gut abzustimmen. Ich rufe nun auf die Tagesordnung.